Und damit ein herzliches Willkommen zum ersten Saisonrennen der Dave Gaming Racing League hier in Hockenheim. Beim ersten von, ich meine, 7 Rennen dieser Saison. Und ja, zunächst ist es erst nur leicht bewölkt, aber später im Rennen wird es dann schon etwas dunkler draußen und es kommt sogar vielleicht Regen. Und das ist die Strecke 4,5 Kilometer lang, 17 Kurven, 6 links und 11 Rechtskurven mit 3 DRS-Zonen, um das Überholen etwas zu erleichtern. Und vielleicht brauche ich das heute im Rennen ja auch. Aber wir schauen jetzt erstmal auf die Startaufstellung und da sieht man schon, auf Pole steht ein Ferrari und das ist niemand anderes als mein Teamkollege Simon. Schaut auch gerne mal bei seinem Kanal vorbei, der Link ist in der Videobeschreibung. Aber wir schauen jetzt erstmal, welche Reifen zur Verfügung stehen und das ist einmal der Medium, der Soft und der Ultra Soft. Und ja, eben weil zwischen dem Ultrasoft und dem Soft 2 Schritte sind, war es schwieriger, sich auf dem Soft zu qualifizieren. Und wir schauen jetzt auf die Startaufstellung. Auf der Pole steht Simon mit einer 1.10.750, schon mehr als eine halbe Sekunde vor dem zweiten Test im Sauber. Dahinter steht der Red Shanks vor Offroad Racer im Haas. In der dritten Startreihe stehen dann Pepperoni Wurst und Highliner. Darauf folgen dann Dr. Reudig und Klavinova. In der fünften Startreihe stehen dann Zocker German und MJIG. Dahinter kommen dann Alex und Manu. In der siebten Startreihe stehen Florian und Krischi. Darauf folgen dann Martin Hund und Petwerfer im Force India. Dann kommen Lucky Colonia und Envy und in der letzten Startreihe stehe ich und ich habe keine Zeit im Quali gesetzt und wir schauen jetzt erstmal, woran das lag. Ich wollte zuerst eine Zeit auf dem Soft setzen, um zu schauen, wo ich dann stehe, aber da habe ich es übertrieben und habe meinen Reifen verloren. Ach du Schreck! Und hat Wuschel auch rausgehauen. Da sieht man nochmal, was ist, wenn man zu schnell in die erste Kurve will. Und wir fahren jetzt hier ins Grid. Und wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns. Von Platz 19 gehen wir ins Rennen. Vor uns Henry auf dem Medium-Reifen. Ja, mal schauen, was jetzt der Start wird. Die Lichter gehen an. 5 Lichter sind an und es geht los. Die Ampeln sind aus und MJG hatte einen Frühstart, ist trotzdem ein bisschen zurückgefallen. Ja, jetzt die Sicht hier aus meinem Start. Ich kann direkt erstmal Envy am Start überholen. Und jetzt fahren wir auf die erste Kurve zu. Lucky Colonia ist da ein bisschen am Lägen, hat eine schlechte Internetverbindung, aber wir kommen vorbei. Jetzt bekomme ich, bin schon ganz links auf der Strecke und Envy gibt mir nochmal einen Stoß mit, sodass ich aufs Gras auch ausweichen muss. Jetzt komme ich aber da außenrum am Red Bull vorbei und jetzt geht's auf die Parabolika. Auf Fett und Überholen gestellt und jetzt im Windschatten versuchen an Lucky vorbeizugehen. Jetzt spät bremsen und da gehen wir vorbei und ergibt sich noch die Lücke, dass ich da gegen Martin Hund reinstechen kann, aber er hat dann einen besseren Exit und da stecke ich dann erst einmal zurück. So, jetzt fahren wir auf die Mercedes-Benz-Tribüne zu und ja, da bremse ich ein bisschen spät, muss da ausweichen. Dadurch ist Innenplatz für Lucky, der jetzt hier wieder an mir vorbeigeht, aber ich habe jetzt schon 3 Plätze gut machen können und jetzt sehen wir da ein Renault. Florian, eieiei, für die Renault eine ganz schlechte Startphase. Und somit konnte ich jetzt noch einen Platz mehr gewinnen. Und jetzt fahren wir auch schon auf die vorletzte Kurve der ersten Runde zu. Und da steht links ein Mercedes. Dadurch bin ich jetzt noch einen Platz weiter vorne und mein Teamkollege hat vorne den Start gewonnen. Da kommt Lucky sehr weit raus, sodass ich hier auf dem Weg zur Bernie-Ecclestone-Kurve vorbeifahren kann. Er versucht es da jetzt außen nochmal, aber ich habe dann hier die bessere Linie und auch noch Windschatten von Martin Hund.
So, jetzt sind wir ganz nah an ihm dran. Und da springen wir eine Runde weiter zur Parabolika. Und jetzt mit DRS kommen wir da locker ran. Und dann jetzt noch ein bisschen später bremsen auch vorbei. Da vorne kämpfen die beiden Williams. Und Krischi, der leider eine sehr schlechte Internetverbindung ist und ist am Laggen. Tut mir leid, aber das geht gar nicht. So kann man Leuten das Rennen einfach zerstören. Da sieht man es, er springt hin und her, nach vorne und nach hinten. Das ist echt scheiße, wenn sowas passiert hier. Da und er springt wieder nach vorne. Ich hatte richtig Angst, da zu fahren und mir vielleicht einen Frontflügelschaden zuzuziehen. Aber jetzt dann hier auch. Ich überhole ihn jetzt, glaube ich, gleich. Er ist auch nur auf den Mediums. Ja, genau. Hier, oh, da ist er wieder ein Stück zurückgelegt. Und ich wusste jetzt nicht, bin ich jetzt vorbei oder nicht? Ist er jetzt gleich wieder vor mir? Ja, wenn man eine schlechte Internetverbindung hat, dann sollte man hier nicht mitmachen. Aber auf der Parabolika kann ich dann direkt die zweiten Williams kassieren. Jetzt haben wir hier, drückt er mich raus. Das war meiner Meinung nach völlig unnötig. Er hatte da innen genug Platz. Ich war ganz außen, sogar auch ein bisschen außerhalb der Strecke. So, und wir sind jetzt schon auf Platz 8 angekommen. Und Wuschel, für den ging es 11 Plätze davor. Ja, krasse Sache. Und in Runde 6 dann gingen die Leute auf den Ultrasofts an die Box, sodass ich jetzt auf Platz 2 bin. Und vor mir ist Manu, den ich in Runde 9 auch überholen konnte. Da wollte ich eigentlich noch gar nicht angreifen, aber er hat doch recht früh gebremst und ich habe da eine Lücke gesehen und es hat funktioniert. So, dass ich dann nach 10 Runden auf dem ersten Platz war. Und in der 17. Runde ging es dann für mich für den einzigen Stop in diesem Rennen in die Box. Ich habe mir die Medium-Reifen geholt. Und Wuschel ist der zweite der Einstopper, geht auf Mediums wieder raus. Und ich komme auf Platz 7 wieder raus, mitten im Fight mit Fess im Sauber, der auf, ich glaube, alten Softs unterwegs ist. Aber meine Reifen, ihr seht es auch gleich, sind zu kalt. Ich meine, vorne links sind glaube ich nur vorne rechts sind nur 82 Grad. Ja, doch vorne links. Aber jetzt mit DRS komme ich dann wieder vorbei. Und jetzt dachte ich, ja, okay, ich bin vorbei. Aber er sticht da nochmal zurück, lässt sich raustragen und drückt mich eigentlich von der Strecke runter. Und ja, da drehe ich ihn dann. Da konnte ich absolut nichts machen. Wir schauen uns mal im Replay. Da, also ich war sehr weit außen, er hatte innen genug Platz. Und jetzt, ich lenke gerade, ich fahre nicht von der Strecke runter. Warum auch? Und ja, ich würde sagen, das ist ein Rennunfall, aber bei mir liegt absolut keine Schuld. Ich konnte da nichts machen. Er hat sich raustragen lassen. In Runde 21 bin ich dann jetzt wieder Zweiter, weil die Leute vor mir auf den Softs ja nochmal in die Box mussten. Wuschel übernimmt jetzt seinerseits die Führung, hat seit 5 Runden die Medium-Reifen drauf und im Moment, ja, da sieht's nach einem Szenario aus, das man sich in der Realität eigentlich kaum noch vorstellen kann mittlerweile. Nach einem Ferrari-Doppelsieg. Wuschel, der ist, und das kann man sich ja auch mal anschauen, der ist 18 Plätze nach vorne gekommen. Der ist von 19 gestartet und ist jetzt im Moment der Führende in diesem Rennen. So, in Runde 29 dann haben wir uns bei Ferrari entschieden, die Plätze zu tauschen, damit wir nicht zu viel Zeit auf Offroad Racer verlieren. Holt er ein bisschen auf, 2 Zehntel, wird aber nicht reichen, um da bis zum Ende des Rennens ranzukommen. Ja, in Maranello wird man sich vielleicht über den Doppelsieg freuen. Oder wenn die beiden sich nicht einig sind, ärgern darüber, wenn der Offroad Racer nochmal rankommt. Jetzt ist aber SMX erstmal vorbei. Ja, der ist vorbei. Und in Runde 39 sagte Jeff dann, dass bald Regen kommt. Aber der kam nicht mehr und es ging im Trockenen noch ins Ziel. Schauen wir nochmal hier dem Ferrari in den letzten 2 Kurven zu. Und ja, SMX geht auch noch nicht zu nah an die Curves. Er kriegt da nochmal eine Strafe, aber hier. GG an SMX. Mit der seltsamsten Zieldurchfahrt aller Zeiten. Wuschel. Mit P2. So, hier fahre ich dann auch jetzt hier auf Platz 2. Ich bin sehr zufrieden. GG an die beiden Ferrari. Ziemlich straffrei gefahren, ziemlich fehlerfrei gefahren und GG auch an Highlighter. Hier sehen wir dann das Podium. Der erste Doppelsieg direkt im ersten Rennen, wobei ich damit absolut nicht mehr gerechnet hätte nach meinem Fail im Qualifying, aber durch die Einstopp-Strategie war ich dann sehr flott unterwegs, konnte viele Plätze gut machen. Und ja,
Am Ende hat es dann zum Doppelsieg gereicht. Wir sind sehr zufrieden. Das nächste Rennen ist in Belgien. Ich hoffe, ihr schaltet im Livestream ein, wenn ihr nicht gerade selber fahrt, oder halt eben bei meinem Video mit den Highlights danach. Bis zum nächsten Mal.